Muss dieses Buch verboten werden? Ja, wenn es nach einem Gesetz in Russland geht. Wenn darin die Liebe zweier Männer oder zweier Frauen, positiv wie es im Gesetz heißt, dargestellt wird. Dieses ein Monat alte Gesetz kriminalisiert die positive Darstellung alternativer Beziehungsmodelle. In Werbung, Filmen, Büchern und den Medien. Die neue Vorschrift sorgt für Unruhe bei Verlegern, Verleihern und Autoren. Diese Bibliothek in Moskau wurde bereits aufgefordert, einige Titel aus dem Regal zu nehmen. Im elektronischen Katalog gibt es Bücher mit dem Vermerk, dürfen nicht mehr ausgeliehen werden. Es ist unklar, nach welchen Kriterien diese Bücher ausgewählt wurden. Die Duma, das russische Parlament, verabschiedete das sogenannte homosexuellen Propagandagesetz im Dezember vergangenen Jahres. Kritiker beklagen, dass die Kriterien, nach denen entschieden wird, ob ein bestimmtes Werk gegen das Gesetz verstößt, zu vage formuliert seien. Das Ziel aber scheint klar, die Bekämpfung vermeintlich westlicher Werte. So sieht es auch der russische Menschenrechtsaktivist Igor Kochetkov. Hier geht es in erster Linie um die antiwestliche Rhetorik. Es wird behauptet, dass der Westen gewisse Werte uns aufzwingt und dagegen müsse etwas unternommen werden. Scharfe Worte richtet der Duma-Vorsitzende an den Westen. Hört auf, uns fremde Werte aufzuzwingen. Eure eigenen habt ihr schon zerstört. Wer weiß, wo das endet. Für Igor Kochetkov ist es kein Wunder, dass das Gesetz ausgerechnet während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verabschiedet wurde. Der Zeitpunkt ist offensichtlich. Die Behörden wollen jetzt ihre Idee durchsetzen, dass unser Land nicht gegen die Ukraine kämpft, sondern gegen den gesamten Westen, die USA und die EU. Sie versuchen, die Bürger irgendwie zu mobilisieren und zu überzeugen, dass das unsere Feinde sind. Immer wieder werden Schwule und Lesben in Russland Opfer von Gewalt. Oft werden sie vom Staat diskriminiert, zum Beispiel durch das Verbot von LGBTQ-Symbolik oder durch das Verbot öffentlicher Versammlungen unter der Regenbogenflagge. Zwar wurde in Russland bereits 1993 der Paragraph abgeschafft, der gleichgeschlechtliche Beziehungen als solche unter Strafe stellt. Das sogenannte homosexuellen Propagandagesetz schüre dennoch Homophobie im Land, klagen die Kritiker. Es sendet bestimmte Signale und wirft die Frage auf, wie geht es weiter? Wird man diese Menschen irgendwann ins Straflager schicken oder sogar umbringen? Dass es in Russland so weit kommt, glaubt Aktivist Igor Kochetkov zwar nicht. Für ihn aber ist es klar, dass die russische Regierung sein Heimatland damit in alte Sowjetzeiten zurückwerfen will.